Hallo, die immer noch erster Wechselmodell-Tag heute und die jüngste Tochter, die 8-Jährige, die sitzt jetzt wieder bei mir im Auto. Wir fahren jetzt zum Reiten, das ist ihr Lieblingshobby und ich habe mit ihrer Mutter ausgemacht, dass wir die Reitsachen bei der Mutter abholen und dass die Tochter am Ende vom Reiten von der Mutter abgeholt wird, weil sie hat morgen Geburtstag und will gern morgens bei der Mutter sein und mit den anderen Geschwistern Geburtstag feiern nach dem Aufstehen. Und dann möchte sie um 17 Uhr mit allen anderen von mir abgeholt werden und den Rest der Woche bei ihrem Papa verbringen. So haben wir es der Mutter geschrieben. Die Mutter hat natürlich alles bestätigt und beantwortet, was ihr nützt. Ja, also ja, ich hole die Kinder ab, aber sie hat nichts bestätigt, wie dass ich sie abholen kann. Und es ist der Wunsch ihrer jüngsten Tochter, den Geburtstag so zu feiern. Und ich habe es ihr zweimal geschrieben, habe sie gebeten, das zu respektieren, wie ihre Tochter ihren Geburtstag feiern will. Und soll bitte bestätigen, dass ich um 17 Uhr die Kinder hole und das für sie okay ist. Da kam aber nichts. Und meine Tochter, die hat gerade vorhin, bevor wir losgefahren sind, gesagt, sie hat sie mich gefragt, ob sie sich denn auf den Geburtstag freuen darf. Und da habe ich gesagt, ja natürlich darfst du dich freuen. Warum fragst du mich? Da hat sie gemeint, sie kann sich gar nicht freuen, weil das so blöd ist. Und da habe ich sie gefragt, ja was müsste denn sein, damit es nicht so blöd ist? Und hat sie gesagt, dass die Mama einfach sagt, ja sagt dazu, dass sie und ihre Geschwister, so wie sie es wollen, halbe halbe mit ihren Eltern leben können. Und was ich euch noch nicht erzählt habe von der Aktion heute am Kindergarten, da wurde ich ja auch von einer Frau festgehalten, eine Mutter, die dort ihr Kind abgeholt hat, die ich gar nicht kannte. Und als meine 8-jährige Tochter da dazu kam, hat die Frau angeschrien, sie soll mich loslassen und sie soll auch ihre Brüder loslassen. Und die Frau hat sogar versucht, die 8-jährige Tochter noch wegzuziehen von mir. Es war mir in dem Tohuwabohu gar nicht alles so klar. Also abstrus, ja. Ne? Fremde Person, meine Tochter hat gerade gesagt, sie kennt die vom Sehen her, aber sonst nicht, mischt sich da ein, hilft der Mutter, zwei 5-jährige Jungs und eine 8-jährige Tochter vom Vater wegzuziehen mit Gewalt und weiß gar nicht, was die Situation ist. Ja? Die Mutter schreit Hilfe und dann kommt eine andere Frau und hilft der Mutter. Und ich habe der Mutter gesagt, was Sache ist, nämlich dass die Kinder beim Vater und der Mutter halb-halb leben wollen und die Mutter das blockiert. Und sie soll auf freifam.de mal lesen, da gibt es genug Informationen, auch Briefe von den Kindern, dass die das wollen. Aber die Frau, die Mutter hilft der Mutter. Da gibt es keine Hilfe für Väter. Gut, wir fahren jetzt zum Reiten und wir schauen mal, ob morgen 17 Uhr die Kinder tatsächlich mit dem Vater nach Hause fahren können und die jüngste Tochter Geburtstag feiern kann mit uns allen. Weil im Juni, da hatten die Zwillinge Geburtstag, da konnte ich die nicht sehen. Die Mutter hat mir nur einen Termin mittags angeboten. Sie hat von sich aus mich überhaupt nicht kontaktiert, wie denn der Geburtstag der Jungs zu gestalten sei. Das hat sie alles selber entschieden, vorab, mit Gästen und so weiter. Und sie weiß ja, dass ich arbeite. Ja, und ich konnte nur am Abend, hat sie gemeint, sie hat mir ja den Termin angeboten und ich könnte ja nicht mir da quasi die Rosinen rauspicken und am Abend. Ich selber bezweifle, dass morgen die Kinder bei mir sein werden und meine jüngste Tochter den Geburtstag mit mir feiern darf. Sie sitzt ja hinter mir, tut mir leid, wenn ich so klar sage, aber ich habe da keine Hoffnung, dass die Mutter
respektiert, was die Tochter will. Sie respektiert ja nicht, dass die Kinder im Wechselmodell leben wollen. Beantwortet nur die Punkte in E-Mails, die ihr nützen. Und wenn ich auf Sachen hinweise, die die Kinder wollen, die sie nicht will, ignoriert sie die. Also, ich denke, das wird jetzt nach dem Geburtstag der Zwillinge im Juni, wird jetzt der Geburtstag der jüngsten Tochter sein, an dem die Kinder nicht mit dem Vater feiern können, obwohl es möglich wäre.